Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf Hof Community. Ja, wie seht, wir sind ja ein Haferdreschken. Die brauchen wir ja für unsere Getreideschrotproduktion. Deswegen tun wir den jetzt mal runterbolzen. Ist eh erntereif hier auf den gepachteten Flächen. Boah, ich spreche voll nasal. Und deswegen holen wir das Zeug jetzt mal runter. Dann haben wir das nämlich schon erledigt. Aber die Rübenernte stockt erstmal. Da, wie gesagt, der Traktor ja einfach zu schwach ist. Und ich glaube nicht, dass er zu schwach ist. Der kriegt das einfach nicht hin. Weil der einfach kein Gewicht hinten auf dem Hintern hat, ne? So sieht das besser aus, ne? Ja, läuft. Oh, ich muss mal Nase putzen. Einen Momento. Ist noch ein bisschen früher am Morgen, ne? Aber ich konnte nicht mehr schlafen. Deswegen. So, weiter geht's. Mikro unmuted. Wichtig, ne? Haben wir ja schon gelernt. Immer wichtig, das Mikro unmuten. Damit man auch versteht, was ich erzähle, ne? Wir fahren auf jeden Fall noch einmal rum. Das ist eh so eine komische Ecke hier. Dass wir die vernünftig dreschen können. Müssen wir gucken. Auf eine Fläche kommen da auf jeden Fall Kartoffeln. Müssen wir auch noch ein Maschinchen für kaufen, ne? Das wird echt. Geht ganz schön in den Kohlen, ne? Sobald du größer wirst, sind die Kohlen auch rucki zucki wieder weg. Ist ja immer so. Mann, Mann, Mann. Eigentlich wollte ich Kühe haben. Aber da komme ich noch nicht zu. Aber da könnt ihr im neuen Projekt drauf gespannt sein, was ich vorbereite. Bin gespannt, ob das bei euch ankommt. Das bereite ich im Moment vor. Und es nimmt halt auch ein bisschen Zeit in Anspruch, alles vorzubereiten, ne, immer. So. Lebt gut, unser Hyundai, wa? Schicker Dreschkasten, ne? Einzigste, was mich immer nur anödet und ankotzt an diesem blöden Ding, ist der Schneidwerkswagen, ne? Dass du da immer mit rumhampeln musst. Sonst finde ich, ist dieser Dreschkasten doch eigentlich ganz nobel, ne? Boah. So. Hierin. Weiter geht's. Das ist echt noch voll früh. Da liegst du im Bett, guckst auf die Uhr, da denkst du 10 vor 4. Da denkst du, kannst ja noch schlafen, ne? Und dann musst du so nötig auf Toilette, dass du direkt aufbleiben kannst. Ja, was machst du denn die ganze Zeit? Ich werde um kurz nach 6 muss ich zur Arbeit. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Da habe ich mir gedacht, dann nehme ich erstmal Hof Community auf. Die Katzen haben heute Morgen auch schon wieder einen an der Murmel. Ja, es läuft, Freunde, ne? Es läuft. Aber man merkt auch, dass hier Unkraut drauf ist und das Hafer ist, ne? Das Stroh werden wir schön verkaufen. Es gibt auch noch mal ein paar Kohlen. Die werden wir natürlich mitnehmen. Wir wären ja schön dumm, wenn wir die Kohlen nicht mitnehmen, die wir kriegen. Ey, hoppel hier mal nicht so rum. Das geht ja gar nicht, ne? Deswegen immer schön mitnehmen, die Kohlen. Sollen wir nochmal abtanken, ne? Wir kommen, glaube ich, nochmal rum. Weil es wird leider eine Dreschfolge, ne? Ich kann es leider nicht ändern. Ist jetzt so. Muss ja auch mal sein, ne? Geht, muss ja auch mal so sehen. So, mal einen Schluck Kaffee, ne? Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ne? Uah.
Wenn es geht, würde ich schon gerne alles ernten, ne? Ist ganz schön teuer, die Pacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so in die Kohlen geht, aber... Shit happens, ne? Ich glaube, wir haben ja schon für 10 Tage bezahlt, also von daher. 10 Ingame-Tage. Können wir jetzt mal gucken. Dann müssen wir mindestens 3 Ernten runterkriegen, ne? Also das heißt hier richtig reinklotzen. Dass wir da ordentlich Gewinn rausfahren. Wir müssen gleich gucken, ey. Wir bräuchten wahrscheinlich jetzt noch einen Schlepper, ne? Ich habe auch einen im Auge. Brauchen wir noch einen Schlepper? Ich habe echt einen... ich drücke die falsche Taste, ne? Ich hätte echt einen im Auge, ne? Ja, mal gucken. Wir brauchen aber auch einen Schlepper, der kostengünstig ist, ne? Weil... das Ding da in der Ecke stört, ne? Wenn er in Ansicht fährst und drischt. Wir müssen nämlich hier ziemlich zügig zusehen, dass wir hier wieder was im Bogen gedrückt kriegen, ne? Das darf nicht so lange dauern. Und dass wir da ziemlich zeitnah dran kommen. Da muss ich mal gucken. Sag mal, Jungs, habt ihr mal auf die Uhr geguckt, wie spät das ist? Echt, die haben heute Morgen einen Dauerlauf durch die Wohnung. Krass. Ja, dann können wir direkt abtanken. Dann brauchen wir dann nicht so nippen. Fällst du aus? Ja, läuft. Läuft. Jutti, das läuft. Hier sieht man gut raus, ne? Hier siehst du schön, das Entladerohr. Das läuft. Kannst du noch mal ein Stück vorfahren, wenn du willst. Dass da was hinkommt. Du kannst auch wieder ein Stück zurückfahren. Dass da was hinkommt, wenn was drin wäre. Aber war schon leider leer. Uncool. So. Müssen eh dann gleich erst wieder zur Mühle. Oh, Pest fast, wa? So, mach mal an die Rummelbude und los geht's. Oh, mit Arbeitsschuhen und Pedale, ey. Das geht ja gar nicht. Ist ja gar kein Gefühl in der Pedale. Oh, können wir froh sein, wenn wir 2 Hänger runterkriegen hier. Anhänger. Das ist nicht viel. Was hier runterkommt. Uncool. Uncool. Na, na, na. Ach ja. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich glaube, wir ernten erstmal hier ab. Da muss ein Trecker auf jeden Fall direkt pressen und eingesammelt werden, dass einer hier Tiefen lockern kann. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Tiefen lockern müssen. Dass der Rucki-Zucki auch die Besehung wieder starten kann. Oh, komm da unten. Ja, läuft. Abfahrt. Da ist schon wieder was stehen, ne? Das hier bitte nicht, ne? Andauernd lasse ich da was stehen.
Rubs, Rubs, Rubberty Rubs haben wir auch gleich noch da. Oh, das sind jetzt erstmal Erntefolgen, aber wir müssen echt zusehen auch zwischendurch, dass wir die Rübchen runterkriegen, ey. Wahrscheinlich wird es drauf hinauslaufen müssen, dass wir uns einen Roper mieten oder was. Zumindest am Anfang. Das sind auch wieder ungeplante Kosten. Das weht's ja alle nicht so genau, ne? Ja, mal schauen, wie ich das mache. So Leute, ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, macht einen Daumen runter. Schreibt vielleicht einen Kommentar dazu. Dann weiß ich Bescheid und dann kann ich es vielleicht auch ändern. Und wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.